wenn ich jetzt irgendwo eine Fackel brauche, um ein Netz durchzureißen, ne, dann haben wir aber ein Problem. Ich kann nur hoffen, dass das Licht reicht. Falls nicht, muss ich nämlich dann doch erstmal... Na. Hier ist auch nichts. Manchmal hakt's etwas. Wenn ich hier gucken will, nee. Ich könnte jetzt wirklich... Ah. Ich könnte jetzt wirklich ein paar Fackeln gebrauchen oder sowas. Da gibt's auch nichts Sehenswertes. Oh Mann, lass mich hier was finden, was mir weiterhilft. Das ist alles nur Fassade. Hier wahrscheinlich auch nichts. Oh nein, jetzt meine Befürchtungen werden wahr. Ich habe gleich kein Licht mehr. Wenn ich hier nicht irgendwo auf die Schnelle was finde, wo Fackeln drin sind. Nee. Ja, scheiße. Das heißt, gleich nochmal laden und dann erstmal gucken, ob ich oben in Spannenberg... So ein Mist, ey. Fackeln krieg. Ich bin gerade noch die Treppe hochgekommen. Ich brauche dringend Fackeln. Verflucht. Oh, na toll. Warte mal, ich muss da erstmal irgendwie... Ich muss... Ja. Ich muss irgendwie ein Zimmer nehmen oder was. Taverne. Ein gemütliches Zimmer. Ja, kannst du mir anbieten. Ich darf bis zum Morgengrauen. Ja. Gut. Nein, du kannst mir jetzt kein gemütliches Zimmer anbieten. Ich will jetzt raus. Hey! So. Warenhändler. Weh, du hast keine Fackeln. Warten wir eine Stunde. Warten wir eine Stunde. Ah. Ich möchte was kaufen. Fackeln. Ich fackel nicht lange. So. Egil hat die Fackeln. Gut. Wieder zurück zur Taverne. Aber gut ist, dass man... Oh, bin ich froh, dass ich jetzt wieder ein paar Fackeln habe. Meine Fresse, du. Hier gibt es ja wirklich nicht viel zu sehen, ne? Jetzt kann man da vorne noch... Die Türen, die offen sind, bin ich überall schon gewesen. Also ich kann da unten durchlaufen noch. Scheiße, ich habe schon wieder was vergessen, ich Arschloch. Ich muss noch eine Waffe haben. Ah, ich hatte doch im Dingsgildenhaus... warte mal, was ist denn hier? Tja, das weiß ich leider nicht.
der Gründer der Gilde war. Ich weiß es nicht. Egil war es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe hier auch kein Wort, welches da passen würde. Scheiße, so komme ich nicht weiter. Wie komme ich denn an Dietriche, verdammt, jedenfalls nicht darüber. Ja, das ist natürlich ganz fantastisch. Der Wirt weiß es sicher nicht. Der alte Mann mit Krückstock auch nicht. Der auch nicht. Warte mal, wir gehen mal zum... Freiherr Georg. Ich brauche eine neue Waffe. Ich habe ja da oben die eine Truhe als... als Lager genommen hier. So, und jetzt ist ja das, das Schwert ist ja jetzt... Ah, die verfickte Schaufel. Warte mal, ab in eine Truhe damit. Ah, so. Sonders Bernstein nehme ich auch erstmal mit in die Truhe. Ich hoffe, dass das keine Fehlentscheidung ist. Das Tester. So, räumen wir mal ein bisschen auf hier. So, das ist jetzt eine Peitsche. Eine Peitsche zerbricht hoffentlich nicht so schnell. Da haben wir jetzt erstmal wieder eine kleine Bewaffnung. So machen wir das. Gold wäre auch noch genug vorhanden bei Bedarf. Ja. Aber wie kommt man in die Diebesgilde? Oder muss ich zum Haus der Banditen? Ja, da bin ich im Moment ein bisschen überfragt. Warte mal, es gibt doch hier auch eine... Trainersage? Warte mal. Was ist denn hier? Da kann man doch, glaube ich, auch Sprüche lernen, ne? Wenn man denn durch die richtige Tür geht, dann funktioniert das auch normalerweise. Wissen über die Magie mehren. Ja, jetzt wollen wir doch mal gucken. Monster finden, Fallen finden, Kartenschau, Wahrheit sehen. 1500. Hellsicht. Wissen. Personen finden. Zeige Monster-LP. Das sind alles solche Sachen. Hellsicht. Ich guck mal eben kurz, ich hol mal eben mein Handbuch und hoffe, dass irgendwo eine Erklärung der Spruchrollen ist. Ja. Ja, ja, ja.
1000 Disketten. So. Lack. Wieder da. So, Handbuch. Jetzt hoffe ich, dass hier irgendwo was steht. Inhaltsverzeichnis. Magien am Bambun. Die Zaubertabellen 108. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Wollen wir mal gucken. 100. Die folgenden Tabellen zählen alle bekannten Zaubersprüche auf. Neben den Namen finden Sie die Zahl Spruchlernpunkte. So, jetzt wollen wir mal gucken, was ist denn Hellsicht? Das ist das ist leider nicht alphabetisch sortiert. Gibt der Gruppe Hellsichtigkeit. Wahrheit sehen gibt der Gruppe Hellsichtigkeit. Kartenschau zeichnet eine magische Karte. Magischer Kompass. Fallen finden zeichnet die Karte. Person finden, Geheimtüren finden. Aber die Sprüche kannst du hier noch nicht kaufen. Zerstörung. Also, das sind alles Sachen. Da kann ich noch nicht so viel mit anfangen. Identifizieren. Monsterwissen ermittelt die Daten eines gegnerischen Monsters. Das sind jetzt eher so Sachen, die sind noch nicht so brauchbar. Licht wäre cool. Erzeugt ein magisches Licht. Magische Fackel. Imitierte Sonne. Nichts dergleichen kann ich da kriegen. Doof. Habe ich doch richtig gesehen, ne? Fallen finden, ja. Okay, zeige Monster-LP. Personen finden. Das sind dann irgendwelche wichtigen Personen auf einer Karte, ne? Warte mal. Wir kaufen einmal Monster-LP zeigen. Und wir kaufen Personen finden. Eine. Die kann auch ich mitnehmen. So. Exit. Und ja, ansonsten kannst du hier, glaube ich, auch mal richtig. So. Willkommen. Möchtet ihr meine Artefakte wissen? Ich könnte jetzt also hingehen und diesen Ring analysieren lassen. Oder den Sonnen. Ja, okay. MBR 1. Ja, jetzt habe ich das analysieren lassen. Super. Hat was gekostet, ja. Was ist das hier? Welchen Gegenstand soll ich für euch untersuchen? Heiliges Horn. Ach komm. Ich muss nachher noch Geld für Dietriche haben. Sonst gibt's hier nichts, ne? Das heißt, ich habe jetzt zwei Sprüche gekauft und die kann ich mir doch bestimmt aneignen, indem ich raste und dann ich möchte auf jeden Fall mal meine Attackefähigkeiten verbessern. Ich hoffe, das geht hier jetzt. Möchtest du deine Attacke trainieren? Und wie? So oft ich kann. Kostet 90 Goldstücke, ja. Mach weiter. Was ist der Maximalwert? 13.
Spürbar verbessert. So. Was ist bei dir? Ja, das ändern wir gleich mit unseren Mitteln, die nicht ausreichend zu sein scheinen. Gut, du hast nur noch zwei Goldstücke. Du hast nur noch eins. Das können wir aber auch gleich noch ändern. Wie sieht es denn jetzt mit dem Attacke-Wert aus? Attacke 53. Sechzig. Aha, gut, ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Da haben wir schon mal eine höhere Trefferchance. Ich weiß ja, wo ich Gold liegen habe. Aber ich will jetzt auch nicht alles dafür verschwenden. Ja, wenn ich jetzt wüsste nachher, wie ich da in die Diebesgilde komme. Zumindest haben wir jetzt noch mal wieder ein bisschen trainiert. Wie komme ich an Dietriche, verdammt? Der Warenhändler hat sich ja keine. Smaragd, Silberbesteck. Windperle. Runenalphabet, Schleudersteine. Gut, ich habe ja jetzt erstmal eine Waffe. Ich weiß nicht, ob mir das Haus der Banditen. Ja, ich muss die Rätselmundfrage irgendwie rauskriegen. Und da stehe ich im Moment echt auf dem Schlauch, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Gut, wir sind ja jetzt auch erstmal wieder ein bisschen rumgelaufen. Wir haben jetzt Fackeln. Wir wissen, wo die Diebesgilde ist. Was ist hier mit dem da? Lauf doch nicht weg. Ich habe mich gerade von meinen Kumpanen getrennt. Seien Sie noch weiter in der Wüste? Beute. Ich hoffe, dass bald ein Schiff hier vorbeikommt, denn es wimmelt in dieser Stadt nur so von meinen ehemaligen Kollegen. Ich möchte Ihnen nur ungern über den Weg laufen. Ach so, ich wollte doch was. Ich wollte die Sprüche lernen, die ich da gefunden habe. Das sollte ja hier möglich sein, oder? Warte mal, jetzt habe ich wahrscheinlich kein Geld für die Übernachtung. Ah, ich brauche Geld. Da muss ich mal an meine Truhe. So. Und muss mal ein bisschen Gold locker machen. Mit 300 Gold müsste ich wohl übernachten können. So. Ja, so, dann gehen wir da mal her. Kosten 30 Gold, jawohl. Aha. Welche Spruchrolle soll gelesen werden? Zeige Monster LP. Kann Zaubersprüche dieser Klasse nicht lernen. Ah. Ja, geil. Ja, alles für den Arsch gekauft hier. Ja, leck mich doch sonst wo. Okay. Das läuft ja alles richtig nach Plan, nicht? Gut, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Schnitt. Und ich muss mich tatsächlich mal ein bisschen schlau machen da, weil sonst eiern wir ewig hier im Kreis rum. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, wenn es heißt, zock mal wieder Mythomaniac Ember Moon auf dem Amiga. Ciao, bis dann, Leute.